Willkommen in der Noppenklätzchenscheune. Mein Name ist Bloxer und ja, ihr habt mal wieder beim Original eingeschaltet, den Onkel mit den Fakten in der Speedbildzeit. Der Onkel, der euch immer ein bisschen was hinter den Geschichten erzählt, die die Sets hier bieten. Denn ich finde, jedes Set hat seine Geschichte und die muss man erzählen. Und heute geht es mal wieder um meinen Lieblingspanzer, um den Panzer 4. Ich habe euch hier drei Exemplare hingestellt, den aktuellen 2546er aus dem Deutschen Afrika-Korps, den ihr vielleicht in der Limited Edition kennt. Wir haben hier meinen heiß geliebten 2508er. Eines meiner ersten Videos hier auch bei YouTube und wir haben hier den ganz, ganz alten 2461er, den ich dem lieben Sebastian Johansen mal abgekauft habe, den ihr alle kennt als Shopbetreiber von buildingbricks.de und der hat mir für euch den vierten jetzt hier im Bunde für ein Rezensionsvideo zur Verfügung gestellt, nämlich hier den berühmten Flakpanzer 4 Wirbelwind 2548, 590 Teile und zwei Minifiguren. Über die müssen wir auf jeden Fall reden, denn ich bin ja nicht so ganz d'accord mit der Figurenabbildung. Aber das schauen wir uns gleich hier auf den Bautisch an. Und nicht wundern, warum der Herr auf einmal hier nicht mehr sein graues Vlies hat. Aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, dass wenn wir hier einen anthrazitfarbenen Panzer bauen, das auf dem Grau meines normalen Filzes, Vlieses nicht gut kommt. Deswegen heute mal ganz edel. Die weiße Decke passt ja auch ganz gut zu meinem heißgeliebten Panzer 4. So, aber jetzt nicht so lange schwafeln mehr, gucken. Ich habe richtig Bock, dieses schöne Fahrzeug, und es sieht von außen richtig toll aus, euch zu zeigen. Ich freue mich drauf. Ja, Freunde, da haben wir hier unseren schönen Hochglanzkarton von Kobi. Und bitte nicht über die Falten wundern. Ich habe gesehen, der liebe Brickstory hat auch immer weiße Tischdecke mit etwas Falten drinne. Und von solchen Menschen kann man ja nur lernen, oder? Von Brickstory lernen heißt doch siegen lernen. Kleiner Spaß, Grüße gehen raus. Ja, hier haben wir unseren schönen Panzer 4 mit dem Aufbau der Vierlingsflak 2 cm Flak 38. Wir haben ja hier die zwei Minifiguren, einmal einen Grenadier und hier haben wir einen Luftwaffensoldaten und den finde ich etwas, ja, damit komme ich nicht klar, denn der Kragenspiegel ist schon richtig für Flak-Artillerie, aber es könnte auch der Kragenspiegel sein der Luftwaffen-Infanteriedivision Hermann Göring. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht im Laufe des Videos wird sich das noch mysteriöserweise aufklären. Wenn nicht, Freunde, schreibt mir erstmal bitte unten in die Kommentare, ob das jetzt hier die Kragenspiegel der Luftwaffeninfanteriedivision sind oder ganz normal, einfach halt, weil es nun mal Flak-Artillerie ist. Aber die, dachte ich eigentlich, sind nicht die Herren dieser Fahrzeuge, sondern eher das Heer bzw. die Panzertruppe. Naja, schauen wir uns den Panzer weiter an. Schön Anthrazit. Wir sehen hier die berühmten 8 Rollen des Panzer 4s. Den Aufbau kennen wir eigentlich schon. Trotzdem freue ich mich drauf. 2548, 590 Steinchen, zwei Minifiguren. Und natürlich ist der Flakpanzer 4 Wirbelwind in der Historical Collection der World War II Edition. Ich freue mich da richtig auf die nächsten Kartondesigns. Die werden ja etwas anders aussehen. Im Hintergrund haben wir schon wieder ein bisschen Gefechtsrauch und eine Landschaft irgendwo in West- oder Osteuropa. Ich bin gespannt auf die Rückseite. Die schauen wir uns jetzt mal an. Da sehen wir einiges an Bau- und Play-Features. Wir sehen hier, das Fahrzeug ist 20 cm lang und 10,5 cm hoch mit der Antenne und je nachdem, wie die Flakrohre stehen. Wir können hier wieder die Motorabdeckung öffnen. Hier haben wir auch wieder die Fahrer- und Beifahrerluken. Wir können hier oben natürlich Figürchen in die Flak stellen. Da bin ich mal echt gespannt, wie das aussieht. Da habe ich richtig Lust drauf, denn das ist hier, ja, der Raum ist ein bisschen beengt. Mal schauen, wie das mit den Kubifiguren ausschaut. Die Fakten zum Fahrzeug kriegt ihr gleich im Speedbild, ist ja klar. Als Special haben wir hier noch das Karabinerchen, Mauser K890 kennt ihr, hält der Herr hier ja auch in der Hand. Und hier haben wir unseren Grenadier und unseren Luftwaffensoldat. Also wahrscheinlich meint Kobi hier wirklich eine Luftwaffenfelddivision. Ja, und ganz schön natürlich hier wieder dieses neue, was ich ganz toll finde, was wir ja auch hier vom Panzer 4, vom Abwehrkorps kennen, diese Slopes mit den Namen. Dann schauen wir uns mal natürlich hier die Seiten wieder an. Da haben wir wieder ein bisschen Play-Features, Klappe auf, Klappe zu, wir können was drehen, das Typische. Dann haben wir hier nochmal die Minifigur, wie sie in 1:1 abgebildet ist, plus die Größe und die Breite. Und von unten wieder das typische babylonische Sprachgebrauch bzw. Gewirr und wann das Set hergestellt wurde bzw. welche Serie. Ich schaue mal selber kurz nach. Da steht hier nämlich, ja, Mai 2021, 2548. Und haben wir was vergessen? Natürlich hier oben das berühmte Kobi Scan Me. Das ist ja typisch Kobi. Ich bin gespannt auf das neue Kartondesign, was ja auch so ein bisschen ins Weiße geht.
Wenn ihr im Internet guckt und die neuen Bilderchen von den aktuellen Sets, die es bald kommen, da freue ich mich auf einige, seht, da seht ihr schon ein bisschen dieses weiße Kartondesign, passend dann zu dieser Decke, dann kann ich wieder grau nehmen, hehehe, kleiner Spaß. Ich mache jetzt einen kleinen Cut, damit ich dann den Karton aufcutten kann. Schönes Wortspiel. Ja, Freunde, da haben wir den Karton schneidbereit hingestellt. Ich nehme mein Schweizer Taschenmesser, das man ja immer bei sich haben muss, wenn man einen Kubikkarton aufschneidet. Ihr kennt das ja. Dann schneiden wir hier durch die Klebeschicht. Und ihr wisst es, ihr hört es immer wieder. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Dann gibt es immer solche Papierfusel. Dann klappt man hier auf. Dann geht man hier so durch und der Blocks hat es nicht richtig gemacht. Wir haben eine sehr, sehr große Lasche hier und dann können wir sehen und ihr dürft es als Erste sehen. Nein, ich, wie ich gesagt habe, am Mai 21.05. in Mielec gebaut, gepackt, sortiert, zusammengeklöppelt und jetzt hier babam, bei mir auf dem Bautisch. So, Karton geht an die Seite. Boing, das war sehr leise, fast schon etwas langweilig. Hier haben wir die Papierkrümel, die müssen wir mal wegmachen. So, wir haben eine Bauabschnittstüte, wir haben eine zweite und wir haben wieder eine schöne, hui, hier Anthrazit, glänzend, aber doch irgendwie matt, Grundplatte für das Panzerchen. Die Anleitung, DIN A4, Klammer gebunden, printed in the EU und ich habe es euch vergessen, wie immer zu sagen, weil Kobi zu klein draufschreibt. Alles an Fliesen, was bedruckt ist, ist bedruckt, also keine Aufkleber auf gut Deutsch. Hier sehen wir wieder die ganzen, ne, hier Sicherheits- und Einfuhr- und hast du nicht gesehen Zeichen. Dann wieder typisch Kobi-Anleitung. Hier oben wird angezeigt, wir nehmen hier die erste Tüte und dann alles, was wir bauen, ist farbig. Ich sehe schon hier ein erstes Teilchen, das ich noch gar nicht so hatte. Was wir schon gebaut haben, dann die kann man es gut vergleichen, ist dann hier farbentsättigt, hat also keine Farbe mehr. Pfeile weisen uns auch auf den Weg und auch manchmal Buchstaben bei verschiedenen Winkeln von Slopes und Wedges. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, und hier sehen wir auch ganz oft bei den Rädern, da muss man manchmal andersrum, links, rechts rum. Da gibt es immer eine quasi eine Seite, wo man es aufbaut. Und ganz schön immer hier diese Legende, wo wir die Steine anlegen können, gerade bei Teils, um zu schauen, ist es auch der richtige. So, dann schauen wir mal. Hinten wieder diese übliche Spielkarte für das Tabletop, was wir uns ausschneiden sollen, was wir nicht so gut finden. Wir schauen, wir haben 68 Bauschritte, bis unser Flakpanzerchen fertig ist. Dann haben wir hier auf den letzten Seiten immer die Teileübersicht und hinten ein bisschen Werbung. Ja, den habe ich euch schon gezeigt. Der kommt noch. Das kommt auch noch. Und für die 1:48, da habe ich nicht so, da das reizt mich nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ein paar davon habt. Würde mich interessieren. Ja, und zu Kubisteinen, Freunde, brauche ich euch eigentlich wirklich nichts sagen. Können wir gerne hinterher nochmal drauf eingehen. Aber es sind mit die besten Steine der Welt, meiner Meinung nach. Deswegen kommt mit mir jetzt in den Speedbuild, da gibt es ein paar Fakten rund um das Wirbelwindchen und dann sehen wir uns danach wieder beim eigentlichen Review, Freunde. Viel Spaß! Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich drehten sich die Fakten heute um das zugrunde liegende Set von Kobi, nämlich den Flakpanzer 4 Wirbelwind. Als ich die ersten Bilder damals, ich glaube in einem Stream vom Arthur von Kobi gesehen habe, war ich gleich hin und weg, denn ein Flakpanzer ist schon etwas ganz Besonderes. Und dann natürlich der Wirbelwind, der auf dem Chassis vom Panzer 4 basiert. Wie ihr wisst, meinen Lieblingspanzer. Das habe ich euch in vielen Videos schon gesagt. Und ihr findet ja auch den Header oder Header auf diesem Kanal mit einem Panzer 4 von mir in der Hand, nämlich aus dem zweiten Video meines Kanals, glaube ich. Von daher ist der Panzer 4 für mich etwas ganz Besonderes. Daher freue ich mich jetzt besonders, euch hier die Fakten erzählen zu dürfen. Der Wirbelwind war die deutsche Antwort auf die wachsenden Bedrohungen der deutschen Panzerkolonnen durch die alliierten Jagdbomber. General Guderian selber setzte sich für die Herstellung dieses Fahrzeuges ein. Adolf Hitler war kein Freund von der Verschwendung von Panzer IV Chassis für die Luftabwehr, da er sie lieber effektiv im Kampf gesehen hätte. Dies schon einmal vorweg. Die meisten frühen selbst angetriebenen Flugabwehrgeräte hatten eine Einzel- oder Zwillings-20mm Bewaffnung und boten der Besatzung kaum Schutz. Der Flakpanzer 4 wurde entworfen, um diese beiden Mängel zu beseitigen, indem man eine vierläufige 20mm Kanone in einem völlig abgeschlossenen, oben offenen Turm einbaute. Der Turm basierte auf dem Chassis des erprobten Panzerkampfwagen 4 Ausführung J.
wodurch er problemlos in die Flugabwehrzüge der Panzerregimente integriert werden konnte. Der Wirbelwind behielt das Bugmaschinengewehr des Panzerkampfwagen 4, ein MG-34, zusammen mit der bis auf minus 10 Grad senkbaren Erstwaffe, also der Phoenix-Flak, hatte er ebenfalls eine Bewaffnung für den Nahkampf. All diese Fahrzeuge waren aber eher Um- als Neubauten und ab Juli 1944 wurden nur 86 Stück hergestellt. Hier schwanken die literarischen Vorgaben in den Büchern oder auch in den Webportalen, wie Lexikon der Wehrmacht oder Wehrmachtsfahrzeuge und so weiter. Ihr kennt diese Portale vielleicht. Da schwanken wirklich die Zahlen, deswegen nicht wundern, dass auf meiner Infocard 122 steht. Es gasieren aber wirklich ganz, ganz viele Zahlen. Wahrscheinlich ist ein Mittelwert von um die 90-100 Fahrzeuge doch das Richtige. Zwei dem Entwurf entstammende Probleme waren die dünne Panzerplatte, die bestand nur aus 16 mm, und auf dem Turm und den Mechanismus des handgeschwenkten Turms. Im Herbst 1944 wurde die 20 mm Flak 38 als weniger effektiv als die 37 mm Flak 43 befunden. So wurde die Produktion des Wirbelwind zugunsten des Ostwinds einen sehr ähnlichen Fahrzeug mit einer einläufigen 37 mm Waffe eingestellt. Ja, Freunde, da sind die Fakten schon vorbei, aber eins muss ich euch noch sagen, der Bau hat 1 Stunde 40 gedauert. Normalerweise bin ich mittlerweile ein sehr versierter Panzer-4-Bauer bei Kobi, die ja trotzdem immer irgendwie ein bisschen ähnlich zu bauen sind. Und wenn ihr mal auf das Video achtet, seht ihr auch vielleicht, dass der Tüte 1 Part sehr schnell geht, aber leider Tüte 2 hat mich dann vor ein Problem gestellt, auf dem ich dann gleich eingehen werde. Ich muss sagen, mein Kobi-Herz hat ein ganz, ganz kleines Stückchen geblutet. Warum, weshalb, seht aber jetzt gleich selbst. Also ich denke mal, der Mittelwert, man kommt schon bei 1 Stunde 15, 1 Stunde 20 vielleicht raus, wenn man diesen Panzer baut und auch schon mal einen Panzer 4 gebaut hat. Wahrscheinlich vielleicht sogar meine Mocker-Jungs aus der Kobi-Gruppe können es noch schneller, aber ich denke mal so 1 Stunde 15, 20 wäre realistisch. So, aber jetzt genug gefaselt. Freut euch auf den Review-Teil und ja, auch auf die vielleicht dann doch nicht so schöne Stelle, aber hat auch was Gutes und ich kann euch heute noch was anderes zeigen. Also, viel Spaß! Ja, Freunde, da ist er fertig, unser Wirbelwind, der Flakpanzer 4, die 2548 von Kobi. Unser anthrazitfarbenes, ja, Waffenträgerchen, so möchte ich es mal nennen. Denn diese Farbe, wisst ihr ja selber, als Kobi-Fachleute, die ihr da draußen seid, gab es so ja nicht im Zweiten Weltkrieg bei so einem Fahrzeug. Trotzdem ist das Fahrzeug cool, ich habe es euch erzählt, gerade ja auch in der Faktenzeit. An diesem Fahrzeug gibt es eine Sache, die muss ich euch vorab sagen, die finde ich etwas krass. Denn Kobi hat hier für mich ja zum ersten Mal etwas gemacht, was ich so noch nicht kannte, nämlich einen Fehlprint. Ich habe hier, und ich nehme mal, bevor wir richtig anfangen mit dem Review, den Turm mal auseinander, der bei mir immer irgendwie so auseinanderfällt, wenn ich ihn abnehme. Das hat aber auch was mit dieser fragilen Bauweise. Ihr seht es hier, dann zeige ich es euch. Wir packen zur Seite und eins nach dem anderen. So, Freunde. Ihr seht hier vielleicht der Dreierstreifen, der ist hier nicht am Rand wie da. Liegt daran, dass diese Fliese hier wohl eine neue Adidas Kobi Sonderfliese ist, denn dieser Streifen ist in der Mitte. Ihr seht hier drei Streifen in der Mitte, also ein Missprint, denn eigentlich müsste es sein wie hier am Rand, dass die Lüftung des Motors, hier die Gitteröffnungen am Rand sind und nicht wie jetzt hier. Ich habe es einfach umgebaut, damit es einigermaßen aussieht. Das finde ich halt nicht so schön, aber hat den Vorteil, ich kann euch heute eine kleine Anleitung in diesem Video hinten dran ans Review schneiden, wie ihr Teile oder fehlende Teile bei Kobi reklamiert. Also haben wir heute nicht nur ein Review von dem Wirbelwind, sondern noch ein kleines Tutorial Missing Parts. Also dann kann ich nur sagen, Kobi, danke dafür, dass ich das euch mal zeigen darf. Ja, ihr seht hier hinten schon vielleicht die ganze Heckpartie am Panzer 4 mit der Motorlüftung und auch mit dem Motor ist etwas anders als sonst. Finde ich ganz cool. Also wenn ihr auch wie ich Panzer 4 sammelt, braucht ihr diesen Panzer in eurer Sammlung, denn er ist auch anders gestaltet als die PiK 7 von dem Afrika-Korps, die wir kennen. Da seht ihr den Motor, den schönen Maybach, der ist schön gebaut. Auch hier ist hier mit dieser Kante, die genau da reinpasst. Hier diese Fliesen, die sind ja eh ganz toll, diese flachen neuen Fliesen, die wir hier so kennen. An den Luken, ne, diese ganz dünnen, das finde ich toll. Schön ist generell, wir haben hier an dem Fahrzeug viele Noppen und auch viel drumherum. Also hier den angedeuteten Wagenheber, eine Axt, eine Brechstange, den Spaten, Antenne haben wir. Wir haben die beiden Ersatzräder. Von hinten diesen Gummischlauch, der immer dabei ist und auch dieses Formteil für den Auspuff.
von oben das Fahrzeug, also so würde es aussehen, ohne Turm halt. Das Fahrwerk, das kennen wir ja auch schon. Wer schon mal Panzer 4 gebaut hat, der kann das im Schlaf. Dieses ganze Fahrzeug hat mich ja im Bau 1 Stunde 40 gedauert, aber ich glaube, wenn ich das mit dem Missing-Teil nicht gehabt hätte, also mit dem Missprint, dann wäre ich da wahrscheinlich schneller mit vorangekommen. Ja, schauen wir uns mal die Kanone an. Ganz gut habe ich sie für euch mit Absicht auseinandergebaut. Nein, ihr habt es ja gesehen. Da sehen wir die Vierlings flak schön gemacht. Ein bisschen fragil sind diese Rohre, weil sie halt nur auf einer Noppe aufliegen. Schön ist dieser Mechanismus, der wirklich sehr gut aussieht. Das sind zwei Achsen, wo eigentlich die Räder drauf kommen. Und dieses Okular ist auch ganz toll. Da müsst ihr drauf aufpassen. Das ist so eine durchsichtige Bügelperle zum Draufdrücken. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dann wirklich in den durchsichtigen Tüten, wenn ihr die Teile rauskippt. Das muss dabei sein. Dann haben wir hier hinten ja diese graue Rückenstütze, die ja hier anschließt. Und jetzt wollen wir mal kurz schauen, dass ich es auch wieder schnell zusammengebaut kriege. Ihr seht hier, die vielen Hinges halten dann diesen Turm zusammen, diese Ecken. Und von außen auch, natürlich über die Prints brauchen wir gar nicht reden. Voll toll. Ich zeige euch gleich noch einen anderen Print. Also wir noppen es hier einmal auf. Zack. Und dann haben wir ja hier an der Seite vorne eine Noppe. Zack. Das habe ich natürlich, wie es halt so ist, auseinandergebaut. Da ist ein bisschen tricky, aber wie immer noch trickier sind natürlich Ketten aufknüpfen. Das kennt ihr natürlich. Also so ist der Turm dann fertig. Ob da jetzt drei Figuren reinpassen, das wage ich zu bezweifeln. Bei mir geht komischerweise immer hier irgendwie die Turmhalterung mit raus. Deswegen, wenn ich es aufnoppe oder abnoppe, zeigt halt einfach mal wieder gute, standfeste, klemmfeste Kobi-Steinchen. Ja, und so nochmal das Fahrzeug komplett, also richtig schön, die Prinz, richtig toller Flakpanzer von Kobi her. Und den Fahrtest natürlich, also was soll ich euch da sagen, richtig top. Fährt sogar hier besser als auf meinem sonstigen grauen Vlies, wobei ich diese Tischdecke hier sonst, muss ich sagen, finde ich nicht gut. Beim nächsten Mal überlegen wir uns was. Hier der Print wollte ich euch noch zeigen von der Fahrerluke. Die ist richtig cool, diese Printtechnik, beziehungsweise hier diese Fliese, die beprintet ist, gefällt mir richtig gut. Ja, und dann, ja, noch ein Negativpunkt, Kritikpunkt sind die Figuren. Die sind zwar toll bedruckt, der Grenadier und auch dieser Luftwaffensoldat mit der Uniform, alles toll bedruckt, sind noch die alten Figuren, also hat keine austauschbaren Füßchen oder Schuhe. Aber ich finde halt, warum da man einen Grenadier reinschmeißt, okay, aber diesen Luftwaffensoldaten irgendwie, das suggeriert vielleicht das falsche Bild. Ist hier, finde ich, kein Kinderspielzeug, dann darf ich auch mal meckern. Aber ich meckere hier aus meiner Hobbyhistoriker-Sicht. Ja, aber trotzdem, so eine Figur zu haben in seiner Sammlung ist natürlich trotzdem top. Also von daher ist das nur ein Nü, was ich hier meckere. Viel schlimmer finde ich hier diesen Missprint, wobei er auch nicht wirklich schlimm ist, denn ich kann hier angeben, ich kann wirklich sagen, ich habe die erste Adidas Kobi Fliese. Also deswegen werde ich die zwar reklamieren, aber das mache ich nur, damit ihr mal seht, wie das geht mit diesen Missing Parts. Apropos Parts, wir haben noch eine ganze Menge Parts über, eine Bügelperle und auch eine so eine, ja, 1x6er, die habe ich wahrscheinlich irgendwo in dem Fahrzeug vergessen, aber trotzdem ist es stabil, es hält, was es verspricht, und ich muss wirklich sagen, wirklich wieder ein toller Panzer 4, ohne Abstriche natürlich, die Farbe aber sonst wirklich, er fährt gut, es ist ein Panzer 4, es ist der Wirbelwind, ich bin wirklich froh und dankbar, dieses Set zu haben. Vielleicht, ich habe es draußen gesehen, baut ihr auch euren Panzer 4 auch um. Die Anleitung gibt es leider nicht online bei Kobi, habe ich schon geschaut, weil ich mich ja vorbereiten wollte für Missing Parts, weil sonst hätte ich sie da gescreenshottet. Aber ich habe draußen gesehen, wirklich einige haben es schon nachgebaut, finde ich richtig cool. Also in bunt mit Flecktarn und so weiter und diesen Turm. Ja, Freunde, aber wir schauen uns jetzt einmal wie Rapunzel und der edle Prinz von oben nach unten auch nochmal in die Augen hier vom Turm. Ich habe richtig Spaß. Es war ein tolles Review, aber wie gesagt, jetzt kommt noch ein Tutorial. Hallo Freunde, ich habe euch ja versprochen, ein kleines Tutorial, wie wir fehlende Teile, fehlende Drucke oder Missprints bei Kobi reklamieren können. Ich mache dies immer über die Webseite kobipedia.com. Liegt auch daran, dass ich mit an diesem Projekt arbeite. Eine kleine Webseite, wo wir Fotogalerien zu allen vorherigen und aktuellen Sets vom Kobi haben. Zum Beispiel hier, kennt ihr dieses Set? Bestimmt nicht. Aber wir haben hier oben diesen Link Missing Blocks, auf Deutsch fehlende Teile. Hier haben wir auf Englisch auch schon eine kleine Anleitung dazu, aber die kneifen wir uns. Wir gehen hier einfach unten bei Gear auf den deutschen Link zu kobitoys.de/kundenservice/fehlende-blcke. Und hier finden wir schon die Anleitung, was wir machen müssen, damit wir hier fehlende Teile reklamieren können. Wir geben hier unsere Setnummer ein, die 254.
8. Hier wird auch nochmal erklärt, wo wir diese Nummer finden, also auf dem Karton, meistens links unten in der Ecke. Und klicken dann auf Weiter. Nun möchte Kubi ein Bild des Teils aus der Bauanleitung haben. Ich habe hier schon Fotos mir ausgesucht gehabt. Wir können aber auch, und das bietet Kubi an, aus einer Online-Anleitung, wir nehmen einfach jetzt hier von Armed Forces irgendwas, meinetwegen hier den Apache, können wir uns hier ein kleines Teilchen, was uns fehlt, screenshotten. Ich habe hier mein kleines, wir nehmen einfach mal hier, da fehlt mir ein Teil. Ich öffne das, also ich kann euch dafür Greenshot sehr empfehlen. Ihr seht auch hier, bing die Nachricht, wir sagen einfach mal, der Stein fehlt uns hier mit Greenshot. Da kann man schöne Pfeile machen, da seht ihr es. Und dann speichern wir das Bild. Legen es einfach auf meinen Desktop ab. Boing, boing, wieder laut. Und dann könnten wir hier die Datei auswählen, die wir uns gerade ausgesucht haben. Da ist sie mit dem grünen Pfeil. Zack, können schreiben, das Teil fehlt. Und gehen dann hier auf Weiter. Dann müsst ihr nur noch hier eure Adresse eingeben. Das mache ich jetzt mal nicht, denn ich habe es für euch schon, also ich habe es nicht für euch, für mich schon dieses Teil reklamiert. Einfach hier ausfüllen, dann auf Weiter und dann war es das schon. Also nur eure Adresse eingeben, Weiter. Ihr kriegt dann noch eine E-Mail-Bestätigung und dann wird das Teil in der Regel eine Woche, manchmal auch schneller, zu euch zugeschickt. Ja, Freunde, das war mein klitzekleines, kurzes Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende. Und wenn ihr euch fragt, ey, warum macht ihr Onkel den Quatsch? Naja, heute mit diesem Video habt ihr eigentlich sogar einen vierfachen Mehrwert. Das passt hier zum Feelingsflag auf unseren Panzer 4. Nämlich einmal natürlich, ein bisschen habe ich mit euch über Klemmbausteine geredet. Vielleicht bringt euch das weiter, habt ihr mal eine andere Sicht. Wir haben über die historischen Geschichten geredet, wenn euch das interessiert. Dann habe ich ein Tutorial für euch gemacht. Und natürlich, wie immer bei buildingbricks.de Sets oder generell immer, bekommt ihr mit Blockstar 10, ihr findet den Code auch unten in der Videobeschreibung, 10% Rabatt auf die Kobi-Sets. Also zum ersten Mal so richtig hat es sich gelohnt für euch ein Video von mir anzugucken. Kleiner Spaß. Vielleicht schaut ihr euch sogar auch die anderen mal an. Ich habe ja schon einige hier produziert. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Herstellerfirmchen noch nicht oder auch das ein oder andere Kobi-Set. Würde mich echt freuen, wenn ihr auch dann da einen Kommentar und einen Daumen da lassen würdet. Und mit dem Druck auf der Glocke, ihr wisst das, ding, verpasst ihr sowieso kein neues Video mehr von mir. Ja, ich bin froh, wenn es hier gleich das Licht ausgeht. Ich könnte so einen Wirbelwind gebrauchen, denn es ist hier wirklich sehr heiß unterm Dach, gefühlte Tropentemperaturen. Ich müsste eigentlich ein deutsches Afrika-Core-Set bauen, aber da habe ich auch noch ein paar. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch coole und kühle Nächte. Kühlt euch gut ab. Ich hoffe, ihr sitzt irgendwo am See, schlürft ein Kaltgetränk und guckt vielleicht auf dem Smartphone eins meiner Videos. Würde mich freuen. Also, ich hab euch lieb. Ich weiß, ihr habt mich lieb. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.